Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen. RoboCamp, das Sommerprogramm der Salzburger für Kids, geht in die zweite Saison. Erneut Gütesiegel Beruf und Familie für die Salzburger und Breitbandausbau für alle Salzburger Gemeinden. Was bisher geschah? In Kooperation mit Alphason veranstaltet die Salzburg AG von 8. Juli bis zum 1. August 2019 wieder einwöchige Robotercamps für Kinder ab 9 Jahren. Eltern können ihre Kinder ab sofort für das Camp anmelden und was im letzten Sommer passiert ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Mein absolutes Highlight ist so war die erste Inbetriebnahme, also wie der Roboter dann das erste Mal gefahren ist. Das war so das Highlight für mich. Bis jetzt. Was Felix aus der Stadt Salzburg hier cool findet, ist ein Teil des unternehmenseigenen Innovationsprogramms der Salzburger AG, bei der wir die digitale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen fördern. Aus diesem Grund fanden im Sommer Robotercamp statt, bei denen man einen Roboter erforschen konnte, einen Disco-Roboter bauen und sogar eine humanoide Version erstellen konnte. Die Zukunft ist digital und die Technologie ist auch digitalisiert. Die Salzburger AG ist ein digitalisiertes Technologieunternehmen und für uns ist es ganz besonders wichtig, auch die jungen Leute zwischen 8 bis 15 einfach auch die Möglichkeit zu geben, Zukunft digital zu gestalten. Wir haben die Robo-Beginners besucht, wo 10 junge Teilnehmer in einer Woche gelernt haben, einen Disco-Roboter zu bauen und zu programmieren. Der Roboter kann in verschiedenen Farben blinken, fahren und eine Melodie spielen. Gesteuert wird er über eine eigene dafür programmierte App. Ich habe eigentlich sehr das Programmieren gelernt, weil ich habe mich eigentlich dafür interessiert, aber ich habe es eigentlich nie so richtig herausgefunden, wie es geht. Weil mit diesen ganzen Zahlen und Klammern, das ist schon ein bisschen verwirrend. Da braucht man schon einen, der das zeigt. Die Camps dienen nicht nur als Ferienprogramm, sondern auch zur Schulentscheidung oder möglicherweise zur Berufswahl. Der massivste Vorteil ist für mich der, dass die Kinder in diesem Alter, 12, 13, 14, vor allem selbst entscheiden können, ist das was für mich? Weil wenn wir uns ehrlich sind, wenn die nach einer Woche draufkommen, das war zwar lustig und interessant, das ist aber nicht das, wo ich mein ganzes Herzblut reinstecken will, dann ist das eine riesen Errungenschaft, was wir gewonnen haben. Ob die gebauten Roboter auch mit Luke Skywalker abheben können, sei dahingestellt. Eines steht fest, alle wollen im nächsten Jahr wiederkommen. Seit 2012 trägt die Salzburg das staatliche Zertifikat Beruf und Familie, das im Jänner neu verliehen wurde. Aber was tut das Unternehmen für diese Auszeichnung? Ein Projekt möchten wir Ihnen diesbezüglich jetzt vorstellen, das sogenannte Kinderzimmer. Viele Eltern kennen das. Fällt plötzlich die Kinderbetreuung aus, weil etwa der Kindergarten geschlossen bleibt oder Schulstunden ausfallen, dann steht man vor einem großen Managementproblem. Was tun mit den Kindern? Familienintern versucht man es natürlich so gut wie möglich zu organisieren, aber es ist schwierig, weil mein Mann arbeitet in Linz, der fällt in der Form weg tagsüber und meine Eltern sind sehr fleißig, aber natürlich mit fortschreitendem Alter wird es natürlich auch schwieriger. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man zum einen von der öffentlichen Kinderbetreuung her gut organisiert ist, aber auch, dass die Unternehmen natürlich, wenn sie in der Form Angebote bieten, das unterstützt enorm. Ausgezeichnet als familienfreundliches Unternehmen ist sich die Salzburger AG ihrer Verantwortung gegen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst und setzt Maßnahmen, um Arbeits- und Familienleben ins Gleichgewicht zu bekommen. Also ich bin sehr froh, dass es so viele Angebote auf den Seiten der Salzburger gibt. Eben ist es die Kooperation mit einer Kinderbetreuungsstätte, es sind die flexiblen Arbeitszeiten, die Gleitzeit, die ich freigestalten kann. Aber es sind eben auch Angebote wie das Kinderzimmer, wo ich einfach, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert, nicht völlig ausfall, sondern wirklich die Möglichkeit habe, die Familie und den Beruf zu verbinden. Das Kinderzimmer ist ein vollwertiger Arbeitsplatz mit Kinderbereich für Kids zwischen 0 und 12 Jahren. In der neuen Arbeitswelt ändern sich die Anforderungen komplett und sehr schnell. Da ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir auch für unsere Kolleginnen und Kollegen die Vereinbarkeit von Beruf und von Familie bestmöglich abbilden. Daher haben wir jetzt ein sogenanntes Kinderzimmer eingerichtet. Immerhin fast 490 Eltern haben fast 780 Kinder unter 12 Jahren. Und da ist es immer wieder möglich, dass in der Beaufsichtigung plötzlich sogenannte Notfälle eintreten, weil das Kind krank ist, weil die Schule plötzlich ausfällt und viele andere Dinge. Daher bieten wir mit diesem Kinderzimmer, das ist ein Raum, in dem man gehen kann, in dem man das Kind mitnehmen kann, in dem man es beaufsichtigen kann, aber gleichzeitig auch der eigenen Arbeit nachgehen kann, bieten wir hier eine Möglichkeit, Beruf und Familie bestmöglich zu vereinbaren.
Flexible Arbeitszeitmodelle, eine gesunde Work-Life-Balance und ein Angebot je nach Lebensabschnittsphase der Mitarbeiter sind Grundlage für unseren nachhaltigen Erfolg. Lehrlinge sind bei der Salzburg auf der Überholspur und aus diesem Grund stellen wir Ihnen im Salzburg Magazin laufend spannende Lehrberufe vor. Heute geht es um den Applikationsentwickler. Wir besuchen jetzt unseren Lehrling Nico, der hat einen ganz einen speziellen Lehrberuf und den schauen wir uns heute an. Nico, geht's dir gut? Ja, sehr gut. Bist fleißig am Werk. Nico, wie bist du auf die Salzburg AG gekommen als Arbeitgeber? Also ich habe mich beworben als Applikationsentwickler und nachdem ich dann auch eingeladen worden bin zum Bewerbungsgespräch bei der Salzburg AG, habe ich mir gedacht, das ist das richtige Unternehmen für mich. Nico, du bist jetzt 4 Wochen bei uns. Wie war da deine Anfangszeit? Wie bist du aufgenommen worden bei uns? Also am ersten Tag, wo ich gekommen bin, habe ich gleich einen Buddy zuteilt gekriegt. Der hat sich super um mich gekümmert und hat mich gleich mit den Kollegen bekannt gemacht und hat geschaut, dass ich mich wohlfühle in der Firma. Was machst du als Applikationsentwickler? Also ich als Applikationsentwickler lerne jetzt gerade meine erste Programmiersprache in C. Und das ist halt mal die Basis, damit ich mal dann später in die schwereren Sprachen mal richtig durchstarten kann. Wie war für dich das Bewerbungsgespräch? Also beim Bewerbungsgespräch habe ich zuerst einen Test gehabt und danach das klassische Bewerbungsgespräch und ich muss wirklich sagen, durch die Kombination kriegt man wirklich mit, was das Unternehmen will von einem und was das Unternehmen auch bietet. Wir kommen jetzt in die eigenen 4 Wände und zeigen Ihnen, wie Sie am besten Energie sparen können. Meine Kollegin Lisa Reischl von der Energieberatung der Salzburg hat wieder ein paar nützliche Tipps für Sie. Herzlich willkommen bei den Energiespar-Lifehacks der Salzburg AG. Heute sehen wir uns die Fensterdichtung etwas genauer an. Besonders jetzt in der kalten Jahreszeit sollte man darauf achten, dass die Fenster ordentlich schließen. Ähnlich wie bei dem Blatttest beim Kühlschrank sollte man schauen, ob die Dichtungen noch ausreichend intakt sind. Einfach ein Blatt Papier zwischen Fensterstock und Fenster klemmen und daran ziehen. Je schwieriger das ist, desto besser die Dichtung. Dasselbe können Sie natürlich auch bei der Haustüre probieren. Sollten Sie Ihre Fensterdichtungen wechseln wollen, hilft Ihnen der Klimabonus und fördert diese Maßnahme. Gemeinsam mit dem Land Salzburg hat die Salzburg letztes Jahr eine Breitbandstrategie vereinbart. Ziel dieser Strategie ist es, für alle Bürger eine Versorgung von 1 Gigabit pro Sekunde zur Verfügung zu stellen. Heuer werden die letzten Lücken geschlossen. Salzburg gilt österreichweit als absoluter Vorreiter in Sachen Breitbandausbau. Schon 92,8% der Salzburgerinnen und Salzburger haben Zugang zum Internet mit mehr als 200 Megabit pro Sekunde. In diesem Jahr wird die Gemeinde Görriach im Lungau an das Lichtwellenleiternetz der Salzburg AG angeschlossen und weitere Ortsteile von bereits versorgten Gemeinden werden erschlossen. Somit bietet die Salzburg AG Breitbandausbau für alle Salzburger Gemeinden. Das war das Salzburger Magazin und sollten Sie Zahnkunde sein und somit die Vorteilswelt der Salzburger nutzen, dann haben wir wieder einen besonderen Vorteil für Sie vorbereitet. Jetzt im März gibt es unter anderem Nostalgiefahrten mit der Pinzgauer Lokalbahn und zum Beispiel aber auch Simon, das Minikraftwerk der Salzburger, für den Balkon oder für die Terrasse zum Sonderpreis. Alle weiteren Vorteile finden Sie wie immer in der Vorteilswelt-App. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand.
Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.